und den Titel Die Neunte geschrieben hat. Der hat übrigens auch geschrieben, dass wahrscheinlich also ein Teil dieser Texte, die Schiller bekommen hat, verloren gegangen ist, sodass wir den Quelltext dieses Atlantis-Gedichtes, das ich daran erkannt habe, heute ja zumindest bisher nicht gefunden haben. Vielleicht ist er auch ganz verloren gegangen. Okay, also einige sind da anderer Meinung. Schiller war mit Freimaurern befreundet und so weiter, meint Huxes, ja. Na gut, gehen wir dann weiter, ja? Wenn ich Ihren Ball wieder aufnehmen kann, Sie fragten jetzt, wie geht's weiter? Und ich bin dann an verschiedenen Stellen, habe ich weitergemacht. Eine Geschichte ist also ein reiner Zufall gewesen. Und zwar wollte ich eigentlich nur einen kleinen Zeitschriftenartikel schreiben. Und da es ja hier in der ersten Strophe um eine Himmelfahrt geht, wollte ich mich auch beziehen auf diese Himmelfahrt des Etana. Und habe aber, so genau stand ich damals nicht im Stoff, den Etana mit dem Enkidu verwechselt und habe den Etana, also im Gilgamesch-Epos, gesucht statt dem Etana-Mythos. Und das hat dazu geführt, dass ich, weil ich es unbedingt finden wollte, das Gilgamesch-Epos so lange gelesen habe, bis ich es nahezu auswendig konnte. Und plötzlich sah ich da Beziehungen zu dieser Ode an die Freude, zu diesem meiner Ansicht nach überschriebenen Atlantis-Gedicht. Und bin also auf diesem Weg weitergekommen. Ein anderer Weg, den ich später beschritten habe, war, dass ich Schillers Werk also völlig durchforstet habe. Und dort ist ja ganz interessant sein verschleiertes Bild zu Seis, wo er also ein Gedicht schreibt über jemanden, der nach altem Wissen sucht, und zwar in Seis, ja, genau an der Stelle, wo die Atlantis-Informationen Platons herstammen sollen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ist das keiner Zufall oder hat Schiller hier jemanden ein literarisches Denkmal gesetzt? Und dann habe ich mir gesagt, wer könnte dieser Herr sein, der da beschrieben ist? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, das passt hundertprozentig auf Christian Rosenkreuz. Habe also die drei bekannten Werke des Christian Rosenkreuz mir angesehen und siehe da, in der chemischen Hochzeit habe ich also eine Menge Informationen gefunden, die wieder zusammenpassen, und diese chemische Hochzeit beschreibt letzten Endes auch, wenn auch natürlich sehr verklausuliert und x-mal übersetzt und interpretiert, letzten Endes auch eine Himmelfahrt, die mit dieser ganzen Atlantis-Katastrophe zu tun hat. Ja, unglaublich. Also Parallelen über Parallelen, aber kommen wir vielleicht einmal zu der Kerngeschichte, Enkidu und Gilgamesch. Was haben die zwei denn angestellt? Gut, also es ist so, zunächst wird ja der Gilgamesch beschrieben als der große König, ja, und irgendwann heißt es dann, ich beziehe mich jetzt hier auf die Übersetzung von Schott und von Soden, die ich also habe, heißt es dann, die Waffe des Anu fällt auf Gilgamesch herab und er kann sie nicht heben. Wir werden dann noch feststellen, oder ich habe dann festgestellt, dass in all diesen interessanten alten Texten eine ganz besondere Waffe und ein ganz besonderer Held immer wieder vorkommen. Ja, hier in Deutschland kennen wir es insbesondere von der Siegfriedsage. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Siegfriedsage letzten Endes aus diesem Gilgamesch-Epos übernommen wurde und mit mittelalterlichen, örtlichen Gegebenheiten sozusagen angepasst wurde. Aber kommen wir mal zurück zum Enkidu. Ich sehe also die Hauptsache darin, und dass dieser Enkidu sozusagen besorgt wird, er wird ja angeblich aus der Steppe gelockt, vorher wird er aber auch schon jungfräulich gezeugt, ja, sollen die Christen mal genau zuhören, er wird jungfräulich gezeugt, er wird aus Leben gemacht, wie Adam damals, und irgendwann wird er dann geholt, und meiner Ansicht nach hängt das damit zusammen, dass also die Waffe des Anu von diesem Gilgamesch nicht gehoben werden kann, und er braucht einen extrem starken Partner. Und der Enkidu wird als von seiner Mutter, also von Gilgameschs Mutter, als noch stärker geschildert als Gilgamesch. Also haben wir hier die beiden Helden, die in vielen dieser Überlieferungen vorkommen. Und wir haben die Waffe des Anu. Und letzten Endes heißt es in diesem Gilgamesch-Epos, dass man dann in den Zedernwald zieht und den Shumbaba, irgend so einen bösen Dämon, der dort aufpasst, letzten Endes besiegt.
Das Ganze kann man dann, je nachdem, als Märchen oder wie auch immer sehen. Interessant ist aber für mich, dass dort plötzlich zwischen den Zeilen immer wieder ganz überraschend moderne Technologien hervorzukommen scheinen. So heißt es zum Beispiel, die Waffen des Gilgamesch konnten Humbaba erreichen. Erreichen offensichtlich über die Ferne. Denn vorher sagt Enkidu in diesem Gilgamesch, er bewegt sich nach oben oder so ähnlich. Wie sollen wir ihn dann erreichen? Die Waffe hat offensichtlich über die Ferne gewirkt und es gibt auch einen Textteil, wo es heißt, die Glut über eine Meile hin entfachen. Also offensichtlich geht es hier um fernwirkende Waffen, die ein gigantisches Zerstörungspotenzial hatten, denn es heißt ja, Libanon und Anti-Libanon sind regelrecht geborsten, als diese Waffe eingesetzt wurde. Ja. Ich sehe im Nachhinein, nachdem ich viele andere Sachen mir dann also auch angeguckt habe, sehe hier drin eigentlich die Sprengung dieser Raumstation, die Schiller also aus einem alten Atlantis-Gedicht übernommen hat, völlig unwissend. Er wusste nicht, dass es da um eine Raumstation geht in der ersten Strophe und im zweiten Chor. Und ich bin der Meinung, dass hier also diese beiden Helden mit dieser ganz besonderen Waffe des Anu, des obersten Gottes in Mesopotamien dort, diese Raumstation gesprengt worden ist. Und dazu bedurfte es zwei extrem starker Menschen. Einer davon noch besonders clever und der andere eben ganz besonders stark. Wichtig ist auch, dass der Enkidu also als völlig behaart beschrieben wird. Und da finden wir ja sehr viele Beispiele von Helden in der Geschichte, die ebenfalls als völlig behaart beschrieben werden. Ja, das ist auch ein interessantes Detail, ne? Ein sehr interessantes Detail. Also insbesondere, wenn man sich die ganz besondere Waffe ansieht, wenn man sich die Helden ansieht und wenn man sich die Vita des Haupthelden ansieht, dann hat man ganz oft verblüffende Parallelen. Oft ist dieser Hauptheld jungfräulich gezeugt oder kennt seine Eltern nicht, ja. Er ist extrem stark, er hat eine besondere Waffe. Er besiegt irgendein Dämon oder Monster, sei es Humbaba im Gilgamesch-Epos, sei es der Drache im Nibelungenlied. Und kurze Zeit später stirbt dieser Held. Und oftmals, ich meine, hier ist das Nibelungenlied jetzt eine Ausnahme, weil es also heißt, Hagen von Tronje hat ihn regelrecht von hinten ermordet, das ist eine Ausnahme. Aber häufig in vielen anderen Fällen und auch bei Enkidu zum Beispiel, weiß man nicht so richtig, woran er stirbt. Es wird nicht beschrieben, dass er im Kampf verwundet worden ist, sondern er stirbt aus unerklärlichen Gründen. Hat dann klagt und sagt, warum und wieso und in meinem Inneren ist was, und aber offensichtlich ist er nicht verletzt. Und ich schlussfolge also daraus, aus dieser ganz besonderen Waffe, aus der gigantischen Wirkung dieser Waffe, dass es sich um eine Atomwaffe gehandelt hat und dass sich offensichtlich die Einsatzkräfte, die Haupteinsatzkräfte, in dem Fall ganz besonders Enkidu, dort verstrahlt hat, als er diese Waffe sozusagen auf der Raumstation angebracht hat. Das sind natürlich viele Zitate, die ich dann in den Büchern geschrieben habe, die ich jetzt hier alles nicht wiedergeben kann, die also dann darauf hinweisen, dass sie offensichtlich auf einer verlassenen Raumstation waren und dann eben dort diese Waffen angebracht haben. Ja, also Sie bringen da also im Buch in der Tat, wie gesagt, ich bin jetzt so bei der Hälfte angelangt, aber extrem viele Beispiele von verschiedensten Mythologien, die zwar mit einer völlig anderen Sprache teilweise, also ja. Da werden auch Göttinnen dann plötzlich zu Zubringerraumschiffen, aber okay, da sind sehr weite Sprünge drinnen, aber die Texte, die sonst nämlich eigentlich Unsinn sind, also ich meine, Sie bringen da ein paar Beispiele, das sind natürlich auch alles Übersetzungen, das sind deutsche Übersetzungen, Sie können ja die Originalsprache jetzt nicht, also die Übersetzungen, da verliert man ja noch einmal was, und das beschreiben sie ja auch in ihren Büchern, dass also über 400 Generationen oder so zig Übersetzungen und Übertragungen drinnen sind, die den Wahnsinn immer wieder verfälscht haben, weil
die Leute vor, keine Ahnung, 4000 Jahren mit irgendeiner Geschichte und Beschreibung recht wenig anfangen konnten und dann irgendwie selbst versucht haben, Sinn reinzubringen. Das ist auch irgendwie einleuchtend. Naja, wobei ich also weniger... Warten Sie mal, längere Frage jetzt. Vielleicht ganz kurz, weil auch im Chat jemand die Frage gestellt hat, wo kam denn diese Atomwaffe her? Sie sagen, Anu hat sie ihnen gegeben. Können Sie da ein bisschen mehr drauf eingehen? Weil das ist ja doch... Ja, das ist natürlich eine Stelle, wo ich sag mal, auf dem falschen Fuß erwischt wäre. Ich weiß nicht, wo diese Atomwaffe herkommt und ich weiß letzten Endes auch nicht, was das eigentliche Problem war. Da will ich aber ganz kurz noch zu den Übersetzungen was sagen. Ich denke, von den Übersetzungen kommen die geringsten Fehler. In vielen Fällen, wenn ich mal an das äthiopische Henoch-Buch denke, habe ich 4, 5 Übersetzungen und die sind alle weitestgehend identisch. Da ist mal im kleinen Detail ändert sich was, aber da sehe ich also weniger das Problem. Jetzt zu der Frage, wo kommt diese Waffe her? Ganz ehrlich, ich weiß es natürlich nicht und ich vermute Folgendes. Wenn wir von einer Raumstation sprechen, die also wahrscheinlich im Durchmesser mindestens 20 Kilometer gewesen ist, vielleicht auch wesentlich größer, dann reden wir hier von einer Technologie, die wahrscheinlich noch Jahrhunderte von uns entfernt ist. Ja, wo kam die Raumstation her? Ne? Wer dann halt die ja, andere? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Ja, aber lassen Sie mich erstmal den Kreis schließen. Die Atomwaffen, die kennen wir aber schon seit ein paar Jahren. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, warum altertümliche Atomwaffen, diese Frage stellt sich öfters, warum altertümliche Technologie oder Technologie, die wir kennen, wo doch eigentlich eine Technologie zu erwarten wäre, die wir noch nicht kennen. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie hängt das zusammen? Also ich vermute, dass möglicherweise diese Atomwaffen improvisiert sind. Man stellt sich Folgendes vor, wenn wir das Ganze mal zurückschrauben auf unsere Zeit, dann haben wir also keine riesige Raumstation, sondern wir haben ein ganz normales Schiff. So. Und nicht die Raumstation geht kaputt, sondern das Schiff geht kaputt und wir sind auf einer einsamen Insel. Die klassische Robinson-Geschichte. Jetzt wissen wir zwar, wie wir jagen könnten. Wir könnten ein Maschinengewehr haben und da könnten wir wunderbar mit jagen, aber es nützt uns auf dieser Insel nicht. Wir müssen zurück zu ganz alter, einfacher Technik. Wir müssen uns einen Speer bauen. Und genauso sehe ich das damals. Woher die Station kam, weiß ich nicht. Sicherlich, man kann da Verschiedenes eruieren. Ich habe mich bisher noch nicht aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, sie kommt auch vom Sirius oder vom Orion, wie auch immer. Das ist mir einfach noch zu unsicher, woher sie kam. Rein theoretisch kam sie vielleicht sogar vom Mars, wenn der erst vor nicht allzu langer Zeit sozusagen die Atmosphäre verloren hat. Da will ich also nicht groß drüber spekulieren. Und ich weiß leider auch nicht, welches Problem diese Raumstation hat. Aber aus vielen, vielen Texten ergibt sich, dass diese Raumstation sich der Erde immer mehr angenähert hat. Sie muss also offensichtlich an Höhe verloren haben. Warum und wieso die Götter, die Astronautengötter, die Raumstation nicht retten konnten, das kann ich auch nicht sagen. Es gibt aber einen Hinweis, und da muss ich jetzt schon mal vorab springen, an einen Teil, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar möchte ich mal verweisen auf ein paar Monate zurück, als es hieß, die ISS muss eventuell eine Kursänderung machen, weil ein fingernagelgroßes Stück Schrott auf sie zukommt. Was passiert, wenn so ein Stück Schrott auf sie zukommt? Dann wird irgendwie die Hülle durchschlagen und da gibt es mächtig Ärger. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir also eine Raumstation haben, die vielleicht 20 Kilometer oder noch viel größer im Durchmesser war, dann ist es nicht möglich, wegen dem Stück Schrott auszuweichen, sondern man muss hier ganz andere Technologien haben. Und ich habe also später erst erkannt, dass diese Raumstation offensichtlich zwei Beschützer hatten, zwei Kampfroboter, sage ich mal. Ich bin später drauf gekommen, als ich mich mit diesem Talos-Mythos von der Insel Kreta